Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe hier ein schönes Taschenmesser mit einer noch schöneren Klinge. Sehr spitz, sehr scharf. Die Klinge misst, ich hatte das eben schon mal nachgemessen, aus einem ganz einfachen Grund, den ich euch gleich erzähle, 9 Zentimeter. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Klinge. Für unterwegs oder wenn man am Holz rumschnitzt und so. Aber sie hat eine Feststellung, sie kann nicht einfach so zurückgeklappt werden. Seht mal, ich muss da ein bisschen nachhelfen, um hier diese, ich zeige es euch nochmal, diese Arretierung zu umgehen, um diese Sperre zu lösen. Seht ihr, die sitzen hier genau übereinander, hier vorne. Das blockiert jetzt, dass die Klinge zurückgeklappt werden kann. Ich locker das jetzt mal mit der Schere und dann kann ich es wieder einklappen. Und so schön dieses Messer ist, so schwer und so wertig, so verboten ist es wahrscheinlich in Deutschland. Es fällt unter das Waffengesetz schon. Also bei feststehenden Messern und Klappmessern mit Arretierung ab einer Klingenlänge von 4 cm fällt es bei uns unter das Waffengesetz und ist verboten. Für Taschenmesser mit Slip-Point bzw. nicht arretierbarer Klinge gilt hingegen keine Längenbeschränkung. Also dadurch, dass diese Klinge feststeht, fällt sie unter das Waffengesetz und darf bei uns eigentlich gar nicht gehalten werden. Das ist sehr schade. Und selbst wenn es hier noch kleine Schlupflöcher gäbe, würde ich mir nicht die Mühe machen, für einen Preis dieses Messers 44,52 € für diesen Preis vor Gericht zu ziehen und darauf zu hoffen, dass irgendwer mir recht gibt, wenn ich deshalb gegen das Waffengesetz verstoße und zur Ordnung gerufen werde, Strafe zahlen muss oder eben anderweitig zur Verantwortung gezogen werde. Ich denke mal, das sollte man dann doch lieber klein beigeben und sagen, das hier ist nur für Personen, die eine Waffenzulassung haben. Jäger zum Beispiel und Förster. Weiß ich nicht, wer noch darunter fällt, aber Otto Normalverbraucher, für den ist es leider nicht geeignet. Und deshalb muss ich das natürlich in meiner Bewertung auch berücksichtigen. Ich finde es nicht gut, wenn man sowas kauft und am Ende dann ins offene Messer läuft, weil man es ja nicht besser weiß. Ich weiß es auch nur, weil ich es mal in einer anderen Rezension gelesen habe und dann recherchiert habe, wie sich das überhaupt verhält. So, also nichtsdestotrotz ist es natürlich ein schönes Messer, wenn ich das aufklappe und bei mir in der Küche verwende. Ich denke mal, da wird wohl keiner kommen und sagen, du, das darfst du nicht. In der Küche einfach mal so ein bisschen was rumgeschnippelt oder so für Salat, also Salat nicht für Kohlschnellen, da braucht man ja auch eine feste, harte Klinge. Da möge es vielleicht schön sein, aber im Großen und Ganzen darf ich dieses Messer eigentlich gar nicht besitzen, weil ich ja keinen Waffenschein habe. So, seht ihr, ich kriege das nicht mal bei dem anderen Messer, das ich schon mal hatte. Doch jetzt kriege ich so ein kleines bisschen rumgebogen, aber es ist sehr mühselig und ich muss natürlich mit der Klinge aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Schön ist ja auch dieser Clip, mit dem man das am Gürtel befestigen kann, aber wie gesagt, nur für Personen, die diesem Waffengesetz unterliegen und die Berechtigung haben. Andernfalls kann ich es leider nicht empfehlen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt schön gesund und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss!